Oh, hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir ausnahmsweise mal ein Kriegerdeck. Ihr seid jetzt schon an der linken Seite. Ja, ist recht nett aufgebaut und wir nehmen natürlich gleich unseren Kane, den wir gestern bekommen haben, mit rein. Schauen mal, was wir da kaufen können. Ja, was bekommen wir? Garrosh gegen Jaina! Ihr habt es so gewollt. Sieg oder Tod? Wir lassen den mal noch drin. Dann gehen wir mal los. Und ihr seht, unser Deck ist eigentlich recht drauf ausgelegt, dass wir viel mit Waffen arbeiten. Es war so klar, ich nehme auf und genau das Müllwagen oder whatever vorbei war. Look da, Ogre! Das war's! Das war doch die 4 Schaden. Er schickt uns ein. Lass dich im Herzen sprechen. Card Draw. Entsprechend spielen. Die Waffe spielen wir noch nicht aus. Da warten wir lieber noch, weil dann können wir nächste Runde hier entsprechend sie spielen. Der Coin auf 4. Eure Magie wird euch nicht retten. Natürlich auch interessant gegen ihn, obwohl ich glaube ich 4 Schaden. Klar machen zum Ende. 5. Look da, Ogre. Mehr. Naja, die 2 hätte ich nicht davon nehmen können. Und es steht 23-29. Ich bin gespannt. Ich spiele das Deck jetzt zum ersten Mal. Mal sehen, ob es was bringt. So, schön kontrolliert. Für den Kriegshäuptling! Für Häuschen! Mehr Schmerzen! Wir haben jetzt einmal Zauberbrecher, einmal Schieb. Und da haben wir den Drachen. Der sieht eigentlich recht nett aus. Verzeiht. Die Erdenmutter ist nah. Der sollte eigentlich mindestens seine 8 Schaden bringen. In der nächsten Runde können wir eigentlich den Manipulator spielen. Was soll ich nur tun? Um ihn noch ein bisschen zu buffen. 4-7. Gefällt mir. Da hätten wir. Mischt. Na, dann. Für die Ehre. Zweimal Kane auf der Hand. Jetzt sind beide Sheeps weg. Die Augen der Erdenmutter sind auf uns gerichtet.
Und wir haben immer noch unsere Führer. Ja, dann den lassen wir mal noch dran. Den spielen wir noch nicht. Mehr Schmerz! Ich will Hallo Pura! Look da, Ogre! Versuch es hier nicht! So. Und es steht 21 zu 11. Kane macht eigentlich echt seine Arbeit bisher ganz gut. Schaden, Kane wird wahrscheinlich nicht rausgenommen. Ach ne, kann sie ja nicht. So, Zauberbrecher bringt uns in dem Moment gerade gar nichts. Look da, Ogre! Auf 1. Und wir ja. Versuch das hier nicht! Weiß es blöd. Und haben wir natürlich unsere Waffe ein bisschen ad absurdum. Das bekommen wir richtig. Sie nimmt ihn raus, hat noch 5 Schaden. Irgendeine nette Karte im Endeffekt. Ja. Dann eure Magie wird euch nicht treffen. Silenced. Die Karte bekommt schon mal 2 Schaden. Und hier haben wir noch einen wunderschönen... Für Halsrei! Look da, Ogre! Und die 2 Schaden sind direkt im Gesicht. Jetzt muss sie Spot clearen, sonst hat sie ein Problem. Beziehungsweise eher der Monom. Spielt ein Berserker, bringt mein aber Schild für Argus! Benutzt Spotter. Gut. Schauen wir uns mal an. Sie hat eh nichts mehr. Hiermit können wir schauen. Perfekt. Debuff den. Den lassen wir den upgraden und zu guter Letzt. Für Halsrei! Ja, machen wir. Look da, Ogre! Für Halsrei! Jetzt kommt noch unser schönes Spiel. Der sogenannte Wurmelwind. Ist echt schön gemacht. Und es steht 22 zu 3. Allerdings hat er natürlich schön. Okay, er wacht sich. Der wäre natürlich jetzt schön gewesen. Aber da wird wahrscheinlich eine Ace-Barriere drin liegen, oder? Ist das jetzt blöd, wenn ich ihn? Das kann ich nicht tun. Gehabt. Oh.
Karte hin und bekomme den Arcanine-Schnipper. Bitte macht das. Er hat irgendwie Spiegelbild oder Ace-Barriere. Hoffentlich keine Ace-Barriere. Aber wir müssen das Sieg. Luchta, Ogre! Spannende Entscheidung. Ja, ihr seht, Stick, man kann es noch ein bisschen verbessern, aber es war interessant, das Ganze zu spielen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt es auf der linken Seite kopieren. Ich bin aber auch ganz dankbar für alle möglichen Vorschläge von euch. Ich muss mal kann ich noch ein bisschen hochschieben. Ja, geht. Ich muss das noch ein bisschen kleiner machen. So, jetzt passt es genau rein. Ja, gebt mir eure Kommentare dazu oder gebt unten ein Like und dann freue ich mich schon auf die nächste Runde. Danke, dass ihr angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!